Ich habe das große Los getroffen. Ich darf den Wochenendeinkauf machen. Und vielleicht seid ihr ja auch dabei, einen großen Einkauf zu machen zu Black Friday. Am Wochenende sitzt ihr gelangweilt vom Rechner und kommt auf die Idee, ich brauche eine neue Wildkamera, ich möchte mit dem Hobby beginnen, ich brauche ein weiteres Modell. Und ich will euch warnen. Schaut genau hin und da will ich euch was zeigen. Schlagt nicht gleich bei dem ersten tollen Angebot zu, achtet auf Aktionsangebote und selbst dann lohnt es sich genau hinzuschauen und zu vergleichen. Ja, ihr glaubt, ich blöffe, aber schaut mal hier. Sollte euer Interesse auf ein Duallinsenmodell gerichtet sein, eins, das von vielen Kollegen als das Wildkameramodell 2023 bezeichnet wird, dann gibt es zum Beispiel die Compact TC06. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, das baugleiche Modell gibt es auch von Eiziger. Da heißt das Ding EG600. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weiter sucht, dann findet ihr bei K&F das Modell auch noch. Da heißt das KF35.136V1. Welche Sau soll sich eine solche Bezeichnung merken? Die haben eine Vogel da. Ja, und wenn man dann noch weiter sucht, dann findet man das Ding auch noch bei Bearstep. Unglaublich. Ich habe hier noch was auf dem Zettel stehen. Unglaublich aber wahr. Meine Lieblings-Solarmodul-Wildkameras gibt es auch noch mehrfach baugleich bei verschiedenen Anbietern, unter verschiedenen Marken, unter verschiedenen Labels. Und hier schaue ich mal drauf. Der ganze Spaß hat für mich mal angefangen mit der Compact T150. Das war meine erste Solarmodul-Wildkamera und die habt ihr sicherlich bei mir schon mal gesehen. Aber das ist nicht die einzige. Bei Nexcam gibt es das Ding auch noch als TC08. Und unglaublich aber wahr, sogar bei Maginon gibt es die Kamera, da heißt sie WK7 HD SP. Und wenn man dann noch weiter sucht, dann findet man sie unter anderem auch als Bearstep. Da heißt sie HD 46 Wi-Fi. Also unglaublich. Deswegen sage ich immer, dumm prüfe, wer sich bindet oder eine Solarmodul-Wildkamera kauft. Aber das war's immer noch nicht. Und wenn man dann die zweite Generation der Solarmodul-Wildkameras nimmt, dann gibt es sogar noch ein bisschen mehr Auswahl, nämlich das Pendant zur Compact T180. Da findet man das baugleiche Modell bei Siomur, da heißt das CY95. Und das war's immer noch nicht. Wer weitersucht, findet das Teil auch nochmal Fupik. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich sage jetzt einfach mal Fupik. Unfassbar. Also vergleichen, vergleichen, recherchieren. Es gibt immer noch irgendwo ein günstigeres Modell mit baugleicher Ausführung. Unfassbar, ist aber so. Und es geht fleißig weiter. Da gibt es noch eine Duallinsenkamera, die bei uns in der Community recht auffällig genutzt wurde, weil sie in der Nacht besonders gute Aufnahmen macht. Und diese Duallinsenoptik hat die Eigenschaften, dass eine Optik speziell für Tagaufnahmen und die andere für Nachtaufnahmen da ist. Ja, warum? Das verhindert halt dieses Klackgeräusch von dem Zuschalten oder Wegschalten Infrarotlichtfilter. Zum einen ist das die, ich nenne sie jetzt mal CMOG. Dann gibt es das baugleiche Modell von Coolife, da heißt es H8201. Und das war es immer noch nicht. Genau unter der gleichen Typenzeichnung H8201 gibt es das Ding auch nochmal bei Zoom. Oder Dizoom, nenn es wie du willst. Ja, und wenn man dann noch weiter sucht, findet man das Ding auch nochmal bei C-Tronics unter der gleichen Typenbezeichnung H8201. Also, was sagt uns das? Manchmal lohnt es sich, die Typenbezeichnung einer bekannten Kamera zu nehmen und im Internet zu suchen. Da kann man so manch ein Wunder erleben, wenn unter exakt der gleichen Typenbezeichnung die Kamera unter mehreren Marken, unter mehreren Labeln zu finden ist. Und das ist genau mein Tipp. Eine der Möglichkeiten, wie man solche baugleichen Modelle recherchieren kann und dann natürlich auch die Preise vergleichen kann. Völlig klar. Und schon geht's weiter mit der nächsten Kamera. Ich muss wieder auf meinen Zettel schauen. Ja, jetzt ein Modell, das ich mal aus Italien bekommen habe. Nämlich ebenfalls eine Duallinsenkamera mit dem entsprechenden Vorteil, dass sie eben dieses Filterklacken nicht hat. Nämlich das Modell von Action Bear.
Und dieses Filterklacken ist nicht nur das Fernbleiben, dieses Klacken ist nicht nur ein Vorteil, sondern es gibt noch einen weiteren Vorteil. Und das ist die Infrarotbeleuchtung. Denn diese Infrarotbeleuchtung ist wirklich unsichtbar und bietet entsprechende Vorteile, dass die Kamera von Zweibeinern von uns Menschen nicht erkannt wird. Aber neben der Action Bear gibt es ein weiteres Modell. Von Visortech oder Visortech gibt es das gleiche Modell. Die Typenbezeichnung ist da nicht bekannt, aber schau mal auf den Preis, da ist sie sogar noch teurer. Aber heißt mal wieder, es lohnt sich zu vergleichen und zu recherchieren. Also aufgepasst. Jetzt habe ich noch eine Kamera. Eine, die ich jüngst mit einem Review veröffentlicht und vorgestellt habe, nämlich mit der KJK JDL 201. Und ob ihr es glaubt, die gleiche Kamera gibt es bei K&F mit der gleichen Typenbezeichnung. Und auch noch bei HD King ebenfalls JDL 201. Und als wenn es das nicht gewesen wäre, gibt es noch die Punvo als Geschwisterchen und da ist die Bezeichnung ebenfalls die gleiche. Aber das ist es immer noch nicht. Ich muss reingucken, jetzt gibt es das Ding nochmal unter dem Begriff Fotopass und es geht noch weiter. Das ganze Ding gibt es jetzt auch nochmal JOH, irgendwie Joe. Da heißt die Kamera Mini, also Mini-Wildkamera. Also auch da wieder. Diese Mini-Wildkamera findet ihr unter mehreren Herstellern, unter mehreren Marken und insofern seid nicht überrascht, wenn ihr schon allein bei der optischen Suche bei dem gleichen äußeren Erscheinung auch noch die gleichen inneren Werte findet. Also die gleichen technischen Merkmale, mit denen eine Kamera um die Ecke gebogen kommt. Zum Abschluss habe ich noch eine weitere Kamera, die bei uns in der Community bekannt ist und durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Bei mir leider eher negativ, weil das Modell, was ich bekommen habe, ist eine kleine Zicke. Aber das ist eine andere Geschichte. Fangen wir an. Das ist die Compact TC07. Aber genau die gleiche Kamera, baugleich, gibt es unter der Markenbezeichnung Nartov. Ja, und also ob das nicht reichen würde, gibt es das Ding dann auch nochmal von Brown. Da heißt sie, jetzt muss ich mal reingucken, Brown Scouting Cam Black 1320. Das Motto heißt nicht wundern. Das Motto ist hier ganz klar, recherchieren, vergleichen, Augen aufhalten. Und manchmal reicht es nicht, dass man nach der Typenbezeichnung sucht, wo man dann unter verschiedenen Marken genau die gleiche Kamera findet. Nein, da sind es dann die optischen Merkmale, wo man dann die technischen Daten miteinander vergleicht und dann auf baugleiche Lösungen kommt. Mit ganz unterschiedlichen oder möglicherweise mit ganz unterschiedlichen Preisgrundlagen. Und deswegen lohnt es sich immer, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ja, und ich kann mich nur wiederholen, nicht gleich auf das erste Aktionsangebot. So, ich bin jetzt geschmeidig vom Einkaufen zurück, auf dem Weg nach Hause. Und vielleicht werde ich für euch noch mal ein bisschen suchen, ob ich noch weitere Angebote vom baugleichen Wildkameras finde. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich habe euch ein paar tolle Anregungen gegeben, meine ich. Und bestimmt gibt es mehr Überraschungen, als bisher von mir gefunden worden sind. Wenn ihr auch baugleiche Kameras findet, dann gebt mir einen Hinweis, meldet euch für die Community, schreibt es in die Kommentare, weil wir alle davon profitieren möchten und freuen uns darüber, was die Recherche bei euch ergeben hat. Das Wetter ist heute nicht so prasselnd, aber ich werde trotzdem gleich losgehen, mich aufs Fahrrad schwingen und die Wildkameraernte machen. Ich habe noch ein paar Spots, wo ich echt gespannt bin, was dabei rausgekommen ist. Ein bisschen Regen. Wir sind doch nicht aus Zucker. Ciao.